Ich bin ein fetter Kugelfisch. Und ich habe mich in einen Mob verwandelt. Ich glaube, damit hat man Minecraft durchgespielt. Hallöchen und willkommen zu einem ultra lustigen Abenteuer mit mir, dem Lukopa. Wir sind heute in unserem Dorf und müssen wieder als Bewohner leben. Denn wir haben die Mod dabei, mit der wir neue Berufe bekommen. Dieses Mal müssen wir Bäume fällen, Erze suchen, Tränke brauen und vieles mehr. Als Belohnung bekommen wir ultra starke Items und Fähigkeiten, passend zum Job. Ziemlich overpowered. Müssen Level sammeln, dann können wir diese freischalten. Es macht unfassbar viel Spaß. Bewohner sind meine besten Freunde. Wir helfen uns gegenseitig. Was? Hey, hast du meine Körner geklaut? Ich zünde gleich das ganze Dorf an. Wir sind keine Freunde, mein Freund. Gehen wir direkt zum Jobcenter, zum Arbeitsamt. Dort schauen wir uns die neuen Aufgaben an und die ganzen Fähigkeiten. Gehen direkt rein. Hallöchen, da sind wir wieder. Hast du uns vermisst? Ich suche Arbeit, damit ich mir was zum Essen kaufen kann. Du musst mir helfen. Oder willst du, dass ich verhungere? Ich habe fast keine Nahrung mehr. Mit was? Nein, natürlich bin ich kein Fake. Ich habe mir extra heute Morgen meine Monobraue gegeben. Spaß beiseite, legen wir direkt los. Wir haben 10 Truhen. Jede Kiste repräsentiert einen Job. Beruf Nummer 1, der Holzfäller. Wir müssen Holz abbauen. So gut. Einfach Taste J drücken. Das ist das Berufe-Menü. Auf der linken Seite sehen wir alle 10 Jobs. 5 kennen wir schon. Die werde ich am Ende verlinken. Einfach den Holzfäller auswählen. Auf Start klicken. Mit Ja bestätigen. Und wir haben den Job. Damit sind wir Holzfäller. Jetzt können wir Holzfäller-Level sammeln. Wir müssen uns nur noch umziehen. Wir brauchen die passende Kleidung. Und schon sind wir bereit. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Werkzeug. Eine Axt. Wir haben sogar neue Holzfäller-Äxte. Damit können wir Bäume, die 256 Blöcke hoch sind, mit einem Klick abbauen. Allerdings nur als Holzfäller-Profi. Nehmen wir schon mal mit. Die werden wir gleich nutzen. Legen wir los. Jetzt können wir mit unserer kleinen Axt wedeln. Wir haben eine Mission. Wir müssen Bäume besiegen. Wir müssen zum Profi werden. Wir sind Spruce Willis. Im Dorf gibt es einen kleinen Wald. Wir müssen den Bewohner helfen und die Bäume entfernen. Schaut euch diesen Baum an. 256 Blöcke ist er hoch. Mit was wurde der gedüngt? Mit einem kompletten Skelett oder was? Den werden wir gleich mit einem Klick abholzen. Kurze Wiederholung. Wir sind Förster. Sollten wir Holz abbauen, dann bekommen wir Holzfäller Erfahrung. Auch hier haben wir eine Levelleiste für unseren Beruf mit unserer Bezeichnung und unserem Level. Es dauert sehr lange, bis wir ein neues Level erreichen, aber es lohnt sich. Wir bekommen richtig krasse Fähigkeiten. Mit einem Command werden wir uns ein paar Level ercheaten, damit wir die neuen Äxte nutzen können. Aber bitte nicht bei meinen Freunden verpetzen. Jetzt geht's los. Wir haben hier Riesenbäume. 16, 48, 128 und 256 Blöcke hoch. Kein Problem, ab Holzfäller Level 5 können wir die starken Äxte nutzen. Gar nicht übertrieben. Mit der Eisenholzfäller-Axt können wir 16 Holz auf einmal abbauen. Ab Level 25 die Goldfäller-Axt. 48 Blöcke. Ab Level 50 die Dia-Holzfäller-Axt. 128 Blöcke hohe Bäume. Das ist schon einiges. Ah, mein Kopf. Oh Gott, das tut doch weh. Die Smaragd-Holzfäller-Axt ab Level 75 schießt den Vogel ab. Damit können wir 256 Blöcke mit einem Mal abbauen. 256. Das ist doch geschummelt. Wer diese Axt verwendet, der wird gebannt. Ich will den abholzen. Ha, oh Gott. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben ein Problem. Es hört einfach gar nicht auf. Ich glaube, wir hätten uns einen Helm aufziehen sollen. Das geht doch nicht. Damit können wir den ganzen Baum mit einem Mal abbauen. Das ist doch viel zu viel. Wer zur Hölle braucht so viel Holz? 256 Holz, das sind 1024 Bretter. Damit kann man eine Riesenbase bauen, eine Villa oder 2048 Schaufeln. Nice. Die würden in 76 Truhen passen. So viel Holz kann ich nicht verarbeiten. Kann man eigentlich Holz essen? Kleiner Scherz. Als ob ich Holz essen würde. Haltet mich nicht für doof. Man muss das braten. Dann kann man es runterschlucken. Das hat mir ein Bewohner gesagt. Der würde mich niemals anlügen. Das Beste haben wir noch nicht gesehen. Für jeden Beruf haben wir 3 Effekte, die wir kaufen können. Chance auf ein zusätzliches Holz. 2000 Schaufeln sind ja nicht genug. Damit können wir noch mehr Schaufeln craften. Abbaugeschwindigkeit beim Baumfällen und bessere Äpfel. Sobald wir Blätter abbauen, dann können Goldäpfel herunterfallen. Aber richtig selten. Das ist genial. So lecker. So gesund. Mmh.
Ich will Döner. Jeder Beruf hat eine Superpower. Ab Level 100 wird die freigeschaltet. Als Holzfäller kommt das Holz automatisch ins Inventar. Einfach mit unserer Axt wedeln und wir haben es eingesammelt. Wir müssen uns nicht mehr bücken. Dann Beruf Nummer 2. Der Minenarbeiter. Ich habe mich schon passend angezogen. Mit Helm. Taste J fürs Menü. Minenarbeiter auswählen. Auf Start klicken. Mit Ja bestätigen. Aufs Ampelsymbol, damit wir die Levelleiste sehen. Mine. Ich bin YouTuber. Tiefer kann ich nicht sinken. Jetzt brauchen wir nur noch Werkzeug. Natürlich eine Spitzhacke. Auch hier haben wir Super-Items. Das ist der Hammer. Das sind Hammer. Die heißen wirklich so. Die können wir nur als Profi-Minenarbeiter nutzen. Nehmen wir schon mal mit. Wieso müssen wir eigentlich arbeiten? Wieso kann das nicht ein anderer für uns machen? Bernd, mein Freund, kannst du für uns die Jobs machen? Ich habe sogar einen Smaragdblock. Hier, den kannst du haben. Bitte was? Nein, das ist kein Wolle. Ich würde dich niemals betrügen. Ich bin ein Bewohner. Wir sind eine Familie. Okay, die sind nicht so doof, wie ich dachte. Schade. Lassen wir den Quatsch. Auf geht's. Hier im Dorf haben wir eine Mine. Jetzt wird sie richtig abgehen. Dieser Beruf ist der Wahnsinn. Geh direkt rein. Rein da. Glück auf! Hier haben wir einige Erze. Kohle, Eisen, Dia, alles mögliche. Wie beim Holzfäller sollten wir mit der Spitzhacke einen Block abbauen, dann bekommen wir Minenerfahrung. Es muss kein Erz sein, wir können auch normale Steine zerstören. Aber bei Erzen bekommen wir deutlich mehr XP. 4 bis 5 bei Diamanten. Nice! Auch hier werden wir uns wieder Level ercheaten, damit wir alle Fähigkeiten ausprobieren können. Damit haben wir Zugriff auf die Minenhammer. Richtig? Overpowered. Kurz ausprobiert. Der Wahnsinn. Mit dem Eisenhammer Level 5 können wir 9 Blöcke auf einmal abbauen. Damit bekommen wir richtig schnell Level. Wir können ultra schnell nach Dias suchen. Das ist noch Kindergarten. Ab Level 75 kommt der Smaragdhammer zum Einsatz. Damit können wir 125 Steine und Erze auf einmal einsammeln. Natürlich. Ist richtig. Guckt euch das doch mal an. Das kann doch nur illegal sein. Als ob sowas noch erlaubt ist. Schneller als im kreativen Modus. Das ist kein Strip-Mining. Mit einem Klick können wir einen ganzen Raum ausheben. Wir sind Minenarbeiter-Profi. Wie awesome. In Minecraft soll man sich ja einfach nach unten graben für Diamanten. Das hat mir ein Bewohner gesagt. Der würde mich niemals anlügen. Natürlich haben wir wieder Effekte. Fähigkeit 1, Erzadern abbauen. Sollten viele Erze aneinander kleben, V wie Flugzeug drücken, dann können wir alle auf einmal farmen. Automatisch schmelzen. Wenn wir Erze finden, dann werden sie automatisch gebraten. Das ist echt zu stark. Und Abbaugeschwindigkeit bei allen Spitzhacken. Superpower nicht vergessen. Abbaugeschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit. Als wären die Hammer nicht genug. Damit sind wir noch schneller. Irgendwann ist doch mal gut. Das kann man doch nicht bringen. Selbst Minecraft kommt nicht hinterher. So viel zum Minenbauer. Ich glaube, damit hat man Minecraft durchgespielt. Den Job muss man einfach haben. Hey Bewohner, wollen wir Schere, Stein, Papier spielen? Ich habe so viele Steine, da werde ich auch bei Papier gewinnen. Bewohner sind manchmal echt dumm. Oh, lol. Das ist ein Smaragdblock. Wie cool ist das denn? Bevor wir zum Tränkebrauer kommen, jemand hat in den Kommentaren gefragt, ob wir alle Fähigkeiten gleichzeitig nutzen können. Ja, das funktioniert. Wir können Riesenbäume fällen, Tunnel graben, als Bauprofi dreimal springen, ohne dass wir den Beruf wechseln müssen. Dann als nächstes werden wir zum Tränkebrauer wieder ins Menü. Dieses Mal den Brauer auswählen, auf Start klicken und wir haben den Job. Brauer. Bei der brüllenden Hitze kann ein Getränk nicht schaden. Jetzt wird's feucht fröhlich. Für diesen Job brauchen wir kein Werkzeug. Gehen direkt zum Nachbarn. Dort werden wir mit den Tränken spielen. Wir haben eine Netherwarzenfarm, Kugelfische und ein Braustand. Als Tränkebrauer bekommen wir Erfahrung, indem wir Netherwarzen farmen, Kugelfische, Kaninchen und Gas bekämpfen. Wir können aber auch Tränke trinken oder Tränke schmeißen, um Erfahrung zu bekommen. Damit habe ich dich mit einem Daumen nach oben Trank abgeworfen. Jetzt musst du mir einen Daumen nach oben geben. Natürlich können wir auch selbst Tränke brauen. All das ergibt Job-Erfahrung. Insgesamt also 6 Aufgaben. Mehr als beim Farmer. Wir müssen so viele Sachen machen. Als Brauer
können wir zwei neue Tränke herstellen. Erst Netherwarze, anschließend Feder, dann erhalten wir den Jesus-Trank. Sollten wir den schlürfen und ein hohes Job-Level besitzen, dann können wir damit über Wasser laufen. Jesus, richtige Superkräfte. Da 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 da. Natürlich gibt es den auch als Wurftrank. Wenn man noch kein hohes Level hat, dann kann man sich damit einfach abwerfen. Leider klappt dieser Effekt nicht bei Tieren. Also nicht, dass ich einen Tintenfisch damit abgeworfen hätte. Das wäre Tierquälerei. Das ist verboten. Sowas ist illegal. Trank Nummer 2. Ultra overpowered. Erst Netherwarze. Anschließend ein Netherstern. Sollten wir den trinken, dann bekommen wir den Flugeffekt. Fliegen im Überlebenmodus. Wie ein Kanarienvogel. Superbewohner, rett die Welt. Ich bin eine Biene. Ich habe einen kleinen Stachel. Auch den gibt es als Wurftrank. Ultra teuer. Den sollte man keinesfalls verballern. Ich habe ihn verballert. Leider klappt das nicht mit Mobs. Wäre lustig, wenn ein Creeper durch die Base eines Freundes fliegen würde. Wie eine fette grüne Hummel. Pro-Tipp, mit Redstone kann man die Effekte natürlich verlängern. Kommen wir auch hier zu den Fähigkeiten. Für 10 Münzen kann man die kaufen. Schutz vor schädlichen Tränken. Wir können zum Beispiel nicht mehr vergiftet werden. Wir bekommen keinen Schaden. Tränke halten länger an. Ein 8-Minuten-Trank? Direkt geschlürft. Hält einfach mal 12 Minuten. So wie doppelte Gesundheit beim Heiltrank. Auch das ist super nützlich. Superpower ab Level 100. Alle Tränke halten doppelt so lang an. Guckt euch das doch mal an. Dieser Flugtrank geht 10 Minuten. Mit den ganzen Fähigkeiten als Meister. Direkt getrunken. Das heißt, er geht... Moment, unendlich lang? Hä? Ich glaube, wir haben einen Fehler gefunden. Damit können wir unendlich lang durch die Gegend düsen. Ja, natürlich. Hey, mein Freund, lass uns eine Runde fliegen. Das macht doch Laune. Ab geht er, der Peter. Wie, du hast Flugangst? Kein Problem, wir können dich auch absetzen. Hier. Ich glaube, dafür werden wir gefeuert. Das waren wir nicht. Das Leben als Bewohner macht mich hungrig. Glücklicherweise haben wir den Jägerberuf. Ich habe mich sogar schon passend verkleidet. Menü aufrufen. Jäger auswählen. Start klicken. Und wie immer bestätigen. Und schon sind wir Jäger. Für diesen Beruf brauchen wir Waffen. Wir nehmen Schwert und Bogen mit. Pfeile dürfen wir nicht vergessen. Auch hier haben wir overpowerte Items. 4 Jägerbögen und 4 Jagdschwerter. Als Profi können wir diese nutzen. Auch die nehmen wir schon mal mit. Die sind richtig stark. Los geht's. Wir werden jeden Bewohner verteidigen. Wir sind Jäger. Wir sind richtig gefährlich. Wir sind so gemein. Wir werden diese Blume vernichten. Hahaha. Jetzt geht's los. Der Jäger ist am Start. Bam. Battle Royale. Fortnite. Jetzt geht's los. Wir müssen das Dorf vor den gefährlichen Monstern schützen. Hier, das Schaf. Das wird doch garantiert was im Schilde vor. Bist du ein Freund oder Feind? Er hat einfach das Gras zerstört. Das ist Vandalismus. Das ist illegal. Das ist verboten. Bäm, wir sind Jäger. Durchs Kämpfen bekommen wir Jäger-Level. Egal welchen Mob wir bekämpfen, friedlich, feindlich, das gibt Fettpunkte. Natürlich sollte man lieber Monster bekämpfen als Jäger und das Dorf verteidigen. Die sollten sich in Acht nehmen. Wir haben ein kleines Taschenmesser. Battle Royale. Fortnite. Am besten stellen wir uns auf einen Baum und knallen alles ab. Der Bogen ist deutlich besser. Sollten wir damit Mobs treffen, dann gibt es noch mehr XP. Oh yeah. Können wir uns vielleicht als Kugelfisch verwandeln und damit andere jagen? Das ist eine gute Idee. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, bam. Ich bin ein fetter Kugelfisch. Und ich habe mich in einen Mob verwandelt. Spaß beiseite. Nicht nur durchs Kämpfen, auch wenn wir Fleisch braten, erhalten wir Job-Erfahrung. Die Bonuswaffen gehen wir etwas schneller durch. 8 Stück. Guckt euch das an. Das Smaragdschwert macht 14 Angriffsschaden und ist richtig schnell. Das geht richtig ab. Der Smaragdbogen macht 6 extra Schaden. Nicht so besonders. Wäre cool, wenn wir Items, also Steine oder Karotten schießen könnten. Das wäre genial. Es gibt ja auch Waffenmods, wo man Bewohner durch die Gegend schießen kann. Also nicht, dass ich das machen würde. Dafür sind die Fähigkeiten umso besser. Effekt 1. Fleisch gibt eine Hungerkeule mehr. Sollten wir Steak vernichten, dann erhalten wir nicht 4, sondern 5 Hungerpunkte. Stärke 2 und Geschwindigkeit, wenn man jemanden besiegt. Und Chance, dass der Kopf getroppt wird. Eine richtig geniale Idee. Wenn man einen Freund oder
oder Mob besiegt, dann droppt er seinen Kopf. Eine richtige Trophäe, die man sich aufstellen kann. Lol, hier, wir haben sogar einen Kuhkopf bekommen. Okay, das ist cool. Sieht so aus, als würden wir die Zunge rausstrecken. Superpower ab Level 100. 3 Pfeile auf einmal schießen und 25% mehr Schaden. Damit werden wir zum Superjäger. Alter Vater, damit wird das Schaf löchrig wie ein Käse. Schafskäse oder was? Wir sind Robin Hood. Wir klauen Smaragden von den Armen oder so. Dann als nächstes der Schmied. Ich habe mich schon perfekt verkleidet. Menü aufrufen und den Schmied auswählen. Als Schmied bekommen Erfahrung, indem wir Rüstung und Waffen herstellen. Das kostet richtig viele Erze. Als Minenarbeiter oder Holzfäller ist das aber kein Problem. Einfach ein paar Sachen craften. Diamant, Brustpanzer. Okay. Und vielleicht ein paar Schaufeln oder so? Was? 23 Steinschaufeln bringen mehr Joberfahrung als 8 Dia-Rüstung? Was ist denn da kaputt? Auch durchs Reparieren werden wir immer besser im Job. Cool, kommen wir zum Bonus. Als Schmied haben wir Zugriff auf neue verstärkte Rüstung. Die sind deutlich teurer, aber halten viel mehr aus. Nur wir können sie anziehen. Man braucht für jedes Teil ein anderes Level. Dazu kurz verwandelt. Oh mein Gott, das ist eine Kopa und ich habe das Video angeklickt. Spaß beiseite. Einfach übergezogen. Damit sind wir fast unbesiegbar. Mega awesome. Auch als Schmied haben wir fantastische Fähigkeiten. Mobs können erfrieren, wenn man geschlagen wird. Ein Zombie greift uns an und er kann sich kurz nicht bewegen. Bei uns beißt er sich die Zähne aus. Verzauberung in Bücher speichern. Richtig stark. Haben wir einen Effekt auf einem Item, dann können wir daraus ein verzaubertes Buch basteln. Bogen mit Stärke und Haltbarkeit 3. Dazu ein Buch ergibt verzaubertes Buch mit Stärke und Haltbarkeit 3. Ist das nicht ein bisschen overpowered? Die können wir auf andere Gegenstände übertragen. Außerdem Feuerschutz auf jede neue Rüstung. Mit der verstärkten Rüstung können wir easy durchs Feuer laufen. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch auch ohne Rüstung heiß wie Feuer. Haha. Oder auch nicht. Als wäre es nicht genug. Als Schmied Level 100 werden alle Items unzerstörbar. Gar nicht übertrieben, aber OP-Werkzeuge gehen dadurch trotzdem kaputt. So viel zum Schmied. Aha, damit sind wir in jedem Beruf Level 100. Wir sind überall Profi. Damit sind wir Superbewohner und sind nun König. Aber ganz wichtig, wir haben uns als Bewohner verkleidet. Das gehört nicht zur Jobmod. Die werden wir uns das nächste Mal anschauen. Es gibt noch 5 andere Berufe, Schaufler, Bauer, Farmer, Angler und Zauberer mit krassen Fähigkeiten. Die haben wir uns schon angeschaut. Den ersten Teil werde ich jetzt auf dem Bildschirm verlinken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt oder noch ein anderes lustiges Abenteuer mit verbotenen Items. Einfach klicken, dann kommt ihr dahin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Das war der Kopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Hallöchen.